Ich habe sie wirklich sehr gerne, aber sie scheint sich ständig in Schwierigkeiten zu bringen, oder? Genau das, was ich sage. Sie sitzt im Baum, man glaubt es kaum, und ihre Knie sehen aus. Sie tanzt im Weg zum Gottesdienst und pfeift im Stiegenhaus. Und unter ihrem Schleier schauen die Lockenwickler raus. Und manchmal singt sie unerlaubt im Kloster. Sie kommt zu spät zur Andacht, doch sie übt sich im Gebet. Sie ist nie pünktlich, außer wenn es um das Essen geht. Ich sage zwar nicht gerne, wie es um Maria steht, doch sie ist noch nicht reif für unser Kloster. Nur eins muss ich ihr lassen, und zwar das. Nur raus damit, Schwester Margareta. Mit ihr doch hat man Spaß. Wie gehen wir vor im Falle von Maria? Wie zieht man um einen Luftschloss, einen Zaun? Wie nennt man einen Menschen wie Maria? Ein Sammelfilet, ein Hundskuck in die Luft, ein Clown. So viele Dinge möchte man ihr sagen, denn es fällt ihr gewiss nicht an Verstand. Hört sie wirklich zu? Wie bringt man das Kind zur Ruhe? Wie hält man eine Welle fest am Strand? Oh, wie gehen wir vor im Falle von Maria? Schwert, mach mich fahrig und verwirrt. Ich weiß nicht, wohin ich will, woher ich komm. Unbeständig wie das Wetter, flüchtig wie im Herbst die Blätter. Wie ein Engel, wie ein Dämon, wie ein Lamm. Dieses Kind gibt mir den Rest. Sie ist schlimmer als die Pest. Schlimmer als die ganzen Bibelplagen sind. Sie ist freundlich, sie ist jung. Sie ist nervig, sie hat Schwung. Sie ist lästig, sie ist herrlich wie ein Kind. Falle von Maria. Wie sieht man um ein Luftschloss, einen Sound? Wie nennt man einen Menschen wie Maria? Ein Sammelfilet, ein Hundskuck in die Luft, ein Clown. So viele Dinge möchte man ihr sagen, denn es fällt ihr gewiss nicht an Verstand.